Und damit willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Wir haben den letzten Verdächtigen, den wir noch verhören müssen. Das bist nicht du, sondern das bist du, Mr. Garrow. Please escort this suspect for interrogation. Aber ganz schnell, mein Freund. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Ja, schön für dich. Gut, schauen wir uns ihn mal an. Ganz genau. Unrasiert. Ja, was? Wo? Eis. Ah, wo willst du noch hin? Tschüss. Dreck. Oh, was ist das? Ein Schutzamulett. Aha, abergläubisch. Und eine Sache fehlt noch. Ja. Ist da doch noch irgendwas oben? Ich sehe da auch nichts. Doch, die Augen. Was war das? Augenringe. What is your occupation? I am a counselor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologize. Ist das wieder so, dass er an irgendeinen Fluch oder sowas glaubt? Der Mord. Please try to recall what you saw today. The room was so hot, I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. You saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Haben die den doch wahrscheinlich aus Silber gemacht? Ist das dann hart genug? What was it like to work with Sir Rodney? Good. It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I. Oh, I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear. No, nothing. I'm better now. Das ging aber schnell. Irgendetwas Ungewöhnliches. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Und er hat ja jetzt gerade gesagt, dass er Münzen hatte. Hat die jemand geklaut vielleicht? Der Ring? His ring. Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring. Digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Ah, das hat er gemacht. Arbeit eines Stümpers. Medikamente. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Er hat's bestimmt schon ausprobiert, ne? We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Also war er's. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Garrow appears to be
Rather mentally disturbed. Either that, or he is a good actor. Was ist mit diesem verdammten Champagner los? Niemand hat den Champagner gesehen, hingestellt oder sonstiges. Verdammt nochmal. Jetzt kann ich Verbindung schaffen. Okay, was haben wir denn alle? Ach du Heilige. Champagner, ja, das ist wichtig. Was ist mit dem Champagner? In der Umkleidekabine stand Champagner. Oh. Okay, was haben wir denn jetzt alles? Herr Rodney hatte im Hinblick auf seine Ziele alle belogen. Er arbeitete heimlich auf eigene Faust. Das erklärt durch die... Hier. Den Notizen von Sir Rodney zufolge stand er kurz davor, eine bemerkenswerte Entdeckung zu machen. Passt. Tödliches Geheimnis. Warum hätten sie Rodney etwas verbergen wollen? Was? Warum hätte Sir Rodney etwas verbergen wollen? So. Könnte seine Entdeckung das Motiv für den Mord an ihm sein? Oh. Ja, was haben wir hier? Die letzte Expedition. Finden Sie heraus, wohin Sir Rodney wenige Tage vor seinem Tod gegangen ist. Und lüften Sie sein großes Geheimnis. Okay. Ich müsste aber noch welche schaffen. Nee, das war falsch. Auf Landkarte. Eine handgezeichnete Karte aus Sir Rodneys persönlichen Gegenständen. Auf ihr ist eine Stelle in der Nähe von St. Albans, nördlich von London, markiert. Wo genau die Stelle liegt, kann auf der Karte in der Baker Street herausgefunden werden. Soll ich das jetzt erstmal? Ich mache erst das. Ja, manches kommt ja erst später, aber er sagte, ich komme wieder nicht zur Baker Street. Jetzt. Mann, was soll das denn? Watson, wo warst du denn die ganze Zeit eigentlich? In der Kutsche? Du alter Verbrecher, du. Naja. So. Auf der Karte. Die Briefe habe ich mir schon angeschaut, ne? This is where I keep my post. Tobi. Hier kommt der Genuss. On the sofa for the third time today. Well. Aha, Watson. Das hast du also so eingestellt. Ah, steht die ganze Zeit da. Mann, 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 Mann. Aber Watson, ne? Winkt schön rüber. Läuft bei den beiden. So. Now we have two maps. Holy shit. We must combine them properly. Okay, ich kann sie jetzt schon mal nicht drehen. Das ist schon mal gut. Eine kleine Hütte ist da gebildet. Eine kleine Hütte. Zeigt er mir die denn auch an, die Hütten? Wäre das das hier? Watson, pack your bag. Jo. We are visiting a location in St. Albans, marked on Sir Rodney's map. Okay. St. Albans. Auf geht's. Schauen wir mal, was da abgeht. Notizbuch öffnen? Nee, brauche ich nicht. Hat er ja schon offen. Oh. Ich wollte schon sagen, wo kommt ein Pferd her? Aber natürlich, wir sind mit der Kutsche gefahren. Ah, Kutscher, vielen Dank dafür. Hast du fein gemacht. So. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliff come here? Lass mich rein. Lass mich rein. Watson, mach die Tür auf. Ach, hier. Okay. Ah, ist eine Hütte. Hier wird ja nicht sein auf dem Weg. Was ist das für ein Schild? Okay, Area 1. Huch. Ein Zyklop, okay. Ein Tisch, okay. Eine Karte. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Das ist absolut korrekt. Und hier ist ein Butter. Was haben wir hier? Dokumente. Oh. Die Anhänger von
Mithras ging ihrem Glauben heimlich nach. Im Alltag beteten sie gewöhnliche Gottheiten wie Juno oder Neptun an. Die Mithras-Tempel befanden sich im Normalfall unterhalb von Tempel anderer Götter. Die Mithras-Anhänger bezogen sich häufig auf ihre traditionellen Götter, um Zugang zu ihren Miträumen zu erhalten. Das Miträumen im französischen Noir ist ein interessantes Beispiel, denn dort befand sich der Eingang zum Tempel unterhalb einer Stadt der Diana. Der Eingang wurde höchstwahrscheinlich durch einen raffinierten Stein- und Seilmechanismus sichtbar. Der Mechanismus selbst wäre womöglich niemals entdeckt worden, wenn er nicht durch einen Wassereinbruch zerstört worden wäre. Dabei wurde auch der Weg hinunter in das Miträumen offengelegt. Mithras Tempel gibt es in Rom, Ostia, Numidien, Dalmatien, Britannien sowie entlang der Rhein-Donau-Linie. Selten aber immer noch vorhanden sind sie in Griechenland, Ägypten und Syrien. Das war schon mit dem Tisch, okay. Holy shit. Shit. So ein Geheimkult. Oh, oh. Und die leeren Kokosnüsse, mit denen sie die Geräusche von reitenden Pferden nachahmten. Ein weiteres seltsames Ritual für die alten Götter, um die bösen Geister fernzuhalten. Wenn die Menschen spürten, wie das dunkle Auge auf ihnen lastete, warfen sie alle ihre Wertsachen ins Feuer. Aha. Was wurden dann ins Feuer geworfen? Wahrscheinlich der Dolch. Schwarzafrikanische Stämme verbrannten Früchte, während die reichen Familien im antiken Rom keine Kosten scheuten und Silber oder Zinn schmolzen. Okay. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, ob solche wertvollen Opfergaben danach zusammen mit der Asche entsorgt wurden oder ob man sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendete. Und das macht natürlich Sinn, ne? Verbrennst du erst und dann schwupps, machst du was Neues draus. Hä? Waren da nicht gerade Metallwürfel? Yo. Report. Die Klinge, mit denen Mithras die Tauroktonie, die Stiertötung, durchführte, war ursprünglich ein gekrümmter heiliger Dolch persischen Ursprungs. Die Krümmung kann von 5 bis 15 Grad reichen. Aha. Ist das so ein ähnlicher Dolch, wie wir den in den einen Sarg? In dem. Was war das nochmal? In dieser Fabrik? War das so eine Goldschmelzfabrik? Reinstecken mussten? So ein. Der sah ja auch so aus, so gekrümmt. Heiliger Dolch persischen Ursprung. Die Krümmung kann von 5 bis... Achso, das hatte ich schon. Der Name des Dolchs geht auf das persische Wort Shamshri zurück, das so viel wie Schwert bedeutet. In dieser stark gekrümmten Schwertfamilie fallen der Shamshri, der Krummsäbel, der Talwa, der Kildisch, das Pulver und der mongolische Säbel. Die Legende des goldenen Dolchs ist, ist ein Schlüsselelement des Mithras-Kultes. Es könnte aber sein, dass der das ist. Das geht so weit, dass manch einer im Hinblick auf den Dolch von Heiligen Gral der Mithras-Anhänger spricht. Der goldene Dolch ist jedoch mit einem Fluch belegt, der die Unwürdigen in den Tod stürzt, die es wagen, ihn zu berühren. Hat der Garo den berührt und hat deswegen total Angst? Hm. Hier haben wir nochmal Dokumente. Der Mithras-Kult war eine geheimnisvolle Religion, die vom 1. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus im Römischen Reich praktiziert wurde. Der Name des persischen Gottes Mithra, von dem Griechischen als Mithras übernommen, war verbunden mit einer neuen und ausgeprägten Bildsprache. Der Mithras-Kult zeichnete sich unter anderem durch ein kompliziertes System von 7 Initiationsstufen mit rituellen Mahlzeiten aus. Die Initiaten trafen sich im Untergrundtempel, sogenannten Mithräen, von denen es zahllose gab. Das berühmteste Bild von Mithras zeigt ihn, wie er aus einem Felsen geboren wird und einen Stier tötet. Tauroktonie. Tauroktonie. Ah, Tauroktonie. Okay, jetzt wissen wir einiges über den Mithras-Kult. Wie denke ich da immer an die Zwerge in Skyrim? Ich weiß nicht warum. So. Was haben wir hier Schönes? Nochmal Dokumente? Die interessieren uns aber nicht. Okay. Hat er auf den ersten Blick gesehen. Hier haben wir zwei Häufchen.
Ja, fangen wir mit Area 1 an, würde ich sagen, ne? Area 1. Das heißt, wir haben jetzt hier wahrscheinlich einen normalen Tempel gehabt. Und da drunter ist dann der Mithras-Tempel. Ah, hier haben wir den The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Die Vulkan beim Schmieden hilft. Das ist der Vulkan. The god of fire and metalworking. Ich kenne mich jetzt mit der römischen nicht so aus. War Vulkan ein römischer? Muss ja. Aber hatten die nicht nur meistens so planetenbezogene? Neptun, Saturn und so weiter? Ah, das weiß ich jetzt. Der römischen kenne ich mich nicht so. Ach nee, nee, gar nicht wahr. Das ist ja auch gar nicht. Das ist ja, das war ja syrische, ne? Stand doch da gerade. Wo war das denn? Da. Wurde da praktiziert, aber heißt ja nicht, dass es persisch. Persischen war das, genau. Persischen Ursprungs. Alles klar. Na gut, dann ist das klar. Das war schon hier jetzt eigentlich? Ja, ne? Also hier drunter müsste dann der Tempel wahrscheinlich sein. Dann war hier oben drüber ein ganz normaler Tempel. Könnte durchaus sein. Nicht, dass man sich hier verläuft. Ist das Area 2? Area 2, Pits, Seile. I don't need the ropes for now. Ja, dann nimm sie doch schon mal mit. Du weißt doch ganz genau, dass du die gleich brauchst. Wahrscheinlich müssen wir uns hier herablassen, oder was? Nee, das sieht ja aber... Noch ein Schädel. Okay, das interessiert keinen. Hier ist auch nochmal. Ne, das ist nur so ein, eine Ausgrabungsstelle. Bin ich jetzt fett durchgelaufen. Schacht. Huch. Archäologisches Werkzeug. Excavating tools. A bucket, shovel. And brush. Das ist korrekt. Wir brauchen dann nur den Spachtel da oder was? Schaufel. Sonst ist ja auch nicht. Gut. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal weiter hier um. Bis dahin.